Unsere freie Gesellschaft, wie wir sie kennen, all die Freiheiten, die wir genießen, sind noch sehr jung. Sie stecken quasi noch in den Kinderschuhen. Wir betrachten die Welt mit unschuldigen Kinderaugen, weil wir seit 1945 auch nicht wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wir leben tatsächlich auf einer Insel der Glückseligkeit. Deswegen ist es kaum vorstellbar, dass wir im aufgeklärten 21. Jahrhundert zurück ins finstere Mittelalter katapultiert werden könnten. Aber unsere Rechtsprechung, die Justiz, unsere Gesetzgebung sind nicht auf die islamistische Bedrohung ausgerichtet. Unsere Politiker haben kaum belastbare Antworten auf den politischen Islam. Unsere freie Gesellschaft ist angreifbar, ja verletzlich. Die Väter und Architekten Deutschlands, Österreichs haben nicht mit einer derartigen Bedrohung durch eine fundamentalistische Ideologie gerechnet. Man glaubte immer, die Gefahr würde von rechts kommen und hat dabei komplett übersehen, dass diese tolerante, ja naive Haltung gegenüber jedem und allem dem Rechtsstaat zum Verhängnis werden würde. Unsere Demokratie ist noch sehr jung. Fundamentale Grundrechte wie Meinungsfreiheit oder Religionsfreiheit sind gerade mal 70 Jahre alt. Auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist noch nicht lange Selbstverständlichkeit. Bis 1957 musste eine Frau die Erlaubnis ihres Mannes einholen, wenn sie ihr eigenes Konto einrichten wollte. Bis 1977 sogar musste auch der Mann sein Einverständnis geben, wenn eine Frau arbeiten wollte. Das heißt, unsere Großmütter und unsere Mütter mussten hart kämpfen für die Rechte, die wir als Frauen jetzt genießen. Und jetzt schauen wir zu, wie Frauen in manchen Stadtteilen sich nachts nicht mehr raustrauen. Jetzt nehmen wir es hin, dass es in Ordnung ist, wenn Männer Frauen den Handschlag verweigern, weil sie Ungläubige sind. Unsere Gesellschaft erlebt gerade einen massiven Stresstest. Aus einer falschen Toleranz heraus lassen wir es zu, dass unsere Rechte ausgehöhlt, unsere Werte verwässert werden. Liebe Frauenrechtlerinnen, wo bleibt euer Aufschrei? Wo bleibt eure Empörung? Ich höre eure Stimme nicht, wenn Frauen angegriffen und vergewaltigt werden. Liebe Freigeister, Querdenker, selbsternannte Gewissensväter der Nation, wo bleibt euer erhobener Zeigefinger? Ich höre eure mahnende Stimme nicht. Warum schaut ihr zu, wenn eine rückständige Ideologie an Einfluss gewinnt? Warum schaut ihr zu, wenn am Fundament der Aufklärung gerüttelt wird? Es geht wieder ein Gespenst in Europa um, der radikale Islam, der Todesopfer fordert. Es geht wieder ein Gespenst in Europa um, eine frauenverachtende Weltanschauung. Es geht wieder ein Gespenst in Europa um, der islamische Antisemitismus. Wo bleibt eure Empörung? Wo bleibt euer Aufschrei? Die Freiheit muss jeden Tag von jedem Einzelnen von uns verteidigt werden. Sonst ist sie weg, die Freiheit.